Scheiße. Tick, tack und? Ist das nicht auch? Nee, Moment mal, ist sie ja nicht. 16 Jahre nach ihrem Mega-Erfolg Ich find dich scheiße singen Jessie und Ricky von Tic Tac Toe ihren Hitsong erneut vor der Kamera. Diesmal jedoch ohne Bandmitglied Lee. Ich find dich scheiße. Sind wir hier also Zeuge eines Comebacks von Tic Tac ohne Toe? Tic Tac gibt es nicht, Tic Tac gab es auch nicht, wenn Tic Tac Toe. Und selbst die sind nicht wirklich zurück. Grund für die einmalige Zweidrittel-Wiedervereinigung. Die zwei Ex-Tic-Tac-Toler sind die Hauptdarsteller in einem verrückten Werbespot. Ihren Top-Ten-Hit haben sie extra umgeschrieben. Verständlich, dass dabei alte Erinnerungen wach werden. Das ist schon komisch, oder? So ein bisschen. Aber ich meine, wir haben es ja vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht beim Comeback. Man hört auch immer noch viel Scheiße in dem Song. Das soll ja auch genauso sein. Und es macht halt einfach sau viel Spaß. Super viel Spaß. Ich find's nicht scheiße. Das sieht man. Ob im knallbunten Stewardessen-Outfit oder als schwebende Samurais, Action scheint für Ricky und Jessie selbstverständlich zu sein. Auch im Alltag? Täglich. Ich habe täglich Action. Meine Tochter ist 9 und sehr, sehr temperamentvoll. Also da geht's jeden Tag ab. 3, 2, 1, go! Action gehört, finde ich, zum Leben dazu. Das gibt Adrenalinstöße, das beflügelt irgendwie die Seele. Also ich finde einfach beides ganz gut. Ich finde Ruhephasen sehr, sehr schön und dann muss es auch mal wieder richtig abgehen. Deswegen wohne ich auch in Berlin und auf Mallorca, das ist schon in Ordnung. Denn nach ihrem Trip in den australischen Dschungel Anfang des Jahres hatte sich die 37-Jährige ganz bewusst auf die Mittelmeerinsel zurückgezogen. Neue Projekte sind bislang nicht geplant und auch Ricky genießt nach einem Ausflug als Lehramtsstudentin lieber die Zeit mit Tochter Emma und ihrem Verlobten. Gar nichts mehr übrig vom rotzfrechen Gören-Image? Tja. Ja, die rotzfrechen Gören sind jetzt Frauen. Und immer noch rotzfrech. Also frech und provokant, ja. Das geht noch, ja. Ich finde halt einfach, dass auch Frauen was zu sagen haben. Und das hatten wir. Wir hatten bis jetzt immer was zu sagen. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch in unserem Leben nicht mehr ändern, glaube ich. Kein Zweifel, wortkarg waren diese Damen eh noch nie. So richtig scheiße. Ich find's nicht scheiße. So richtig scheiße. Ich find's nicht scheiße.